Hans, du grosser Bergführer, bist auch schon endlich da. Sag mal, ist noch weit? Also bis jetzt ist ja eigentlich fast nur zu dir abgegangen. Und an der Hälfte sind wir immer noch nicht angekommen. Ist der grosse Bergführer etwa schon auf den Felgen? Hey, auf den Felgen? Hey, der Hans, da kennst du mich aber schlecht. Wenn Simon, laufe ich dir den Bergmarathon, der übrigens auch da durchkommt, und zwar ohne Problem. Ich bin topfit. Topfit. Ich habe jetzt eben gerade dem Kind geholfen, den Posten mit dem Stempel zu finden. Und dann haben wir so eine kurlige, grosse Maus mit einem buschigen Schwanz gesehen. Ehrenwort, das war wirklich so. Eine Maus mit einem buschigen Schwanz? Bist du sicher? Also, so etwas habe ich noch nie gesehen. Mäuse haben doch kein Fell auf dem Schwanz. Mal doch. Ich habe es mit meinen eigenen Adleraugen gesehen. Eine Gans mit Adleraugen und eine Maus mit buschigem Schwanz. Hans, ich glaub, du fantasierst wieder einmal. Hat dich das kleine Spaziergängchen so geschwächt? Excuse, redet ihr etwa von mir? Voilà, hast du doch gesagt. Darf ich vorstellen, eine Maus mit buschigem Schwanz. Alles klar, du redest von einem Eichhörnchen. Sag mal, wie heisst du? Ich bin Leonie und ich wohne hier im Wald. Mir gefällt hier, weil es so gemütlich ist und es immer so liebe Kinder. Oh, ist gerade gut, bist du da? Ich bin der Hans, du kennst mich sicher aus dem Fernsehen. Ich trete dort mit dem Rindviech von einem Berry auf und wir machen die Reklame für die Schweizer Früchte. Du hast also sozusagen das Vergnügen, einen Weltstar zu treffen. Also den kann ich nicht, aber die Wuscheli-Kollegen, der Barry, habe ich schon gesehen. Aber du bist doch ein Berner Sennenhund und kein Rindviech, oder? Ja, klar. Der Hans hat wieder einmal eins von seinen sehr lustigen Gespässchen gemacht. Moment einmal. Der geht ja gerne. Du kennst den Barry, aber mich, den Hans, kennst du nicht. Jetzt hör mal zu, du freche kleine Maus. Wenn einer in der Schweiz dafür sorgt, dass die Leute wissen, dass unsere Früchte etwas vom Gesündesten und Feinsten sind, dann bin ich da. Da kannst jetzt also jedes Kind fragen. Natürlich weiss ich, wer du bist. Aber du regst dich immer so wunderbar auf. Aber sag mal, was hast du eigentlich von mir wollen? Ein kleiner Scherzkeks. Hä? Hast du gewusst, dass du nur ein Späßchen machst? Also los, ich bin hier mit den Kindern am Suchen vom Stempel für unsere Wettbewerbskarte. Aber ich meine, Kind findet ihn nicht. Weißt du, wo er ist? Ja, das weiss ich. Ihr müsst hier auf der Rückseite der Bäume schauen. Es ist nicht weit, etwa 20 Meter der Wald drauf. So, das reicht jetzt. Schliesslich sollte man ja die Stempel selber finden. Erzähl uns doch lieber etwas zum Thema von diesem Posten da. Also, hier geht es um ein spannendes Spiel zum Thema von der Sortenvielfalt. Probieren zu uns, es ist wirklich interessant im Fall. Genau, und wenn ihr nicht wisst, was für ein Äpfel ihr zum Beispiel gerade essen, dann könnt ihr das nämlich jetzt gerade herausfinden. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es aus einem Kernchen von einem bestimmten Apfel nicht unbedingt die gleiche Sorte gibt? Also, ich habe das natürlich gewusst, darum gibt es auch so viele Sorten. Wisst ihr aber auch, was man machen kann, für einen Apfelsorte zu behalten? Also, ich meine, zu schauen, dass eben zum Beispiel ein Gala-Apfel immer, wenn man einen neuen Baum pflanzt, auch ein Gala-Apfel bleibt. Also, die Leute können es auch überlesen, Hans. Tu dich jetzt lieber einmal von der Leonie verabschieden. Leonie, es war mir eine Ehre. Du darfst jetzt überall herum erzählen, dass du den grossen Hans kennst. Ich sag das, deine Enkelkinder werden noch davon erzählen. Auch das schon. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu lernen. Und Barry, darf ich von dir ein Autogramm in Form von einem Pfotenabdruck haben? Ja, aber noch so gern. Schau hier und mach's gut. Ciao, Leonie. Wenn ich meinen Freunden bald erzähle, dass ich den Barry getroffen habe. Du meinst den Hans und den Barry. Vergiss nicht den Hans, gell?